Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Fabledom. Willkommen in Synapsia. Beim letzten Mal haben wir die Attraktivität in Synapsia gefordert und haben hier das Theater gebaut. Und da habe ich mich so ein bisschen geirrt. Abweisen. Ich dachte, das bereits noch nicht fertig gebaute Theater würde schon 5 Attraktivität geben. Aber das war nicht so. Erst wenn man jemanden zuweist, gibt es das. Und jetzt haben die Häuser, die ich hier so feinsäuberlich gepusht habe, nebendran nämlich eine Attraktivität von 21. Also es wäre nicht nötig gewesen. Denn die Attraktivität wird durch die Bäckerei, die Kneipe und das Theater gepusht. Plus die kleinen Sachen, die im Hinterhof stehen. Ne? Also, das nur mal als Korrektur. Außerdem sollen wir an Agnes irgendwie 100 Tulpen verschenken. Deswegen hatten wir im letzten Mal hier ein wunderhübsches Tulpenfeld aufgebaut. Und die müssen erstmal wachsen. Ich weiß gar nicht, sieht man hier, wie schnell die wachsen? Nee. Haben wir noch einen Arbeiter? Wir könnten hier noch jemanden einsetzen. So. Wie sieht's am Steinbruch aus für unsere... Oh, ist weg. Da. Feierabend. Steinbruch aller. Gut. Dann... Ihr habt einen guten Job gemacht, vielen Dank. Da ist er weg. Dann würde ich sagen, bauen wir noch ein zusätzliches Lager hin, weil wir sehen hier, das Ding platzt aus allen Nähten. Hier ist so viel Holz drin, dass ich fast immer überlegen bin, ob wir vielleicht ein paar Holzfäller abziehen. Weil wir haben eigentlich ein bisschen viel, ne? Wenn wir das hier sehen. Aber wie viel arbeiten bei dem Sägewerk? Ne, das ist der Steinmetz. Da. Einer nur. Können wir überlegen, ob wir eventuell die Holzfäller abziehen. Der fällt gerade im Baum. Jetzt warte ich mal kurz ab, ob der Baum auch umkippt. Sonst würde ich nämlich hier noch ein Lager hinsetzen. Weil wir ja hier diesen neuen Steinbruch haben. Wo ist denn der? Ne, nicht Steinmetz. Steinbruch. 30 Bretter, die haben wir gar nicht. Müssen wir eh noch warten. Das heißt, hier müssen wir erstmal warten, bis das Sägewerk die 30 Bretter produziert hat. Gut. Ich meine, wir haben nur noch 18 Steine. Da brauchen wir gar nicht anfangen, ne? Komm, produziere Bretter. Wir brauchen Bretter. Wie viele Tulpen haben wir denn? Wird hier schon geerntet? Ah, die ersten Tulpen werden geerntet. Ja, sehr gut. Sehr gut, die ersten Tulpen. Wo sind wir denn? Na gut, wir sind ja auch schon im Sommer. Wie sieht's aus mit der Nahrung? 22 Mehl, 34 Brote. Ich glaube, wenn jetzt hier Ernte ist auf den Feldern, dann haben wir ordentlich was zu tun, ne? Ich setze jetzt hier das Lager erstmal hin. Falsch. Können wir das Lager schon mal vorbereiten. Und dann können wir ja zum Beispiel sagen, dass hier nur Stein eingelagert wird. Oh, nee, Quatsch. Nonsens. Sollen sich ein bisschen verteilen. Oh, hier ist eine Aufgabe. Prinzessinnensturz. Die Zeiten waren hart. Wir haben unser Bestes gegeben, um Essen auf den Tisch zu bringen, aber wir haben keine Wahl mehr. Wir haben von einem guten Herzen gehört und beschlossen, unser Stolz zu überwinden, um hierher zu kommen, um euch um Hilfe zu ersuchen. Ein Bettler. Ich helfe euch, egal was ich machen muss. Bitteschön. Das hat uns wieder Edelmut gegeben. Sehr gut. Und wir sollten mal gucken, dass wir noch ein paar Häuser bauen, ne? Genau, damit das hier nicht passiert. Vielleicht, wenn manche nicht unbedingt eine Kneipe haben, sind die auch nicht unglücklicher, oder? Würde ich mal sagen. Dann verbinde ich jetzt hier eine Straße und baue hier hinten aus. Dann können wir hier ein bisschen Deko hinsetzen und machen wir hier noch ein paar Häuser hin.
Der Brunnen versorgt hier hinten auf jeden Fall noch. Gut, wir können noch einen zusätzlichen Brunnen setzen, ne? Das kostet uns ja nichts. Und das Theater gibt Attraktion. Ah, schade. Das reicht nicht. Hier wird's gehen in die Ecke. Ja, blöd. Das ist ein bisschen doof. Haben wir sonst noch irgendwo einen Platz? Hier oben noch, oder? Ja, hier kann noch was hin. Hier ist noch ein Platz, wo die Bäume sind. Ja, da kann noch eine Hütte hin. Hühner und eine Wäscheleine. Ja, ja. Passt. Es passt. Schade, dass das Theater nicht bis darunter reicht. Naja, das ist unattraktiv hier unten. Das Einzige, was wir machen könnten, das machen wir auch. Das machen wir. Wir werden den Bäcker hier hinbauen, damit der Bäcker einen Sinn hat hier unten. Wir bauen hier den Bäcker hin. Das hatten wir ja sowieso vor, ne? Irgendwie. Dann können wir die hier ein bisschen pushen. Oder wir setzen den Bäcker hier noch hin oder so. Nee, sorry. Habe ich das schneller laufen? Das habe ich schneller laufen. Warte mal, jetzt aber erstmal den Steinbruch. Sonst haben wir keinen Stein mehr und dann ist sowieso alles blöd. Straße. Ich sag mal da unten. Ich hoffe, das passt, dass das da anschließt und dann den versorgt. Mal gucken. Die Straße um eins versetzen. Ja, das ist halt blöd. Wir haben ja hier eine Lücke, ne? Hier ist ein Brunnen und ein Dings, aber den Brunnen brauchen wir da ja auf jeden Fall. Ne, wir setzen den Bäcker um. Der Bäcker pusht hier das Gebiet, da können wir hier hinten noch ausbauen. Vielleicht kaufen wir uns dann auch ein fieses Gebiet dazu. Ich denke, das passt schon. Ja, so machen wir das. Was kostet der Bäcker eigentlich nochmal? 150 Gold, die können wir uns leisten. 15 Bretter. Ich warte jetzt erstmal ab, bis der gebaut ist. Nicht, dass uns hier die Bretter fehlen, weil hier sind noch keine drin. Das warten wir erstmal ab. Achso, das Lager müssen wir besetzen. So, jetzt. Da wird ein Schuh draus. Ach, guck mal hier. Die lagern ein, obwohl kein Lagerist drin ist. Der Lagerist selber führt wahrscheinlich dazu, dass es eine Transporteinheit ist. Das könnte sein, ja. Okay. Wie sieht es aus mit den Tulpen? Können wir Agnes Tulpen schicken? Ne, 35. Da muss erst nochmal fleißig geerntet werden. Okay. So, wenn wir die Steinproduktion am Laufen haben und genügend Ziegel haben, dann fangen wir an, dieses Neubaugebiet zu bauen. Oder wie nennt man das? Die Bürger... Quatsch, was erzähle ich denn? Bürger, genau. Bürger. Dann bauen wir hinten, bauen wir das Gebiet aus. Mal gucken. Jetzt lassen wir erstmal eine Steinmetz bauen. Mal abwarten. Wie viel sind da jetzt drin? 10. Also bevor ich jetzt irgendwie was anderes baue, was Bretter benötigt, warten wir erstmal ab. Wir machen einfach mehr, ein bisschen schneller. Aber ich glaube, er transportiert es mit da hinten. Habe ich das Gefühl.
Na komm, 13 Bretter. Das kriegen wir doch wohl hin. Da kommen die Bretter, oder? Da sind schon mal 10. Sehr gut. Und noch 3. Wie weit sind die Tulpen? Das zieht sich aber ganz schön mit den Tulpen. Wie, in welchem Zeitraum wachsen eigentlich Tulpen? Das habe ich gar nicht geguckt. Interessant, da steht nichts dabei. Neue Bürger. Ja. Herzlich willkommen. Wir könnten, rein theoretisch können wir auch hier hinten noch eins hinbauen. Ja, wir müssen erweitern. Ich denke, dass wir hier unten hin erweitern. Hier haben wir keinen Förster, nix. Hier haben wir Platz. Wir bauen den Bäcker um, sobald hier der Steinbruch gebaut ist. Oh, der ist fertig. Nice. Wie viel haben wir denn? Hallo? 3. Dann setze ich auch 3 ein. Viel Erfolg. So, jetzt können wir uns den Bäcker leisten. 15, ja, jetzt können wir. Guck mal, da ist sogar noch eins Platz zwischen dem Bäcker. Macht das Sinn hier so? Ja, alles andere macht auch keinen. Ne? Da würde eventuell hingehen. Wenn dann hier, ne? Wobei hier pusht das Theater bis dahin. Ja gut, das wäre ein kleiner Übersatz. Also hier können wir hinsetzen, dann hätten wir aber so eine Weite. Ah, das gefällt mir nicht. Wobei ihr halt hier unten eher die Industrie pusht, anstatt den Rest, wo Bürger sind, ne? Das ist schwierig. Oder wir setzen es hier hin, dann sind aber noch keine Häuser da. Ist halt so ein bisschen lang hier hinten, ne? Ich möchte halt nicht so lange Wege haben, ohne irgendwie eine Möglichkeit, dass sie abbiegen können. Wobei die Häuser auch nicht in dem Bereich sind, ne? Nee. Die würden auch vom profitieren und die hier unten würden profitieren. Und dann können wir hier noch welche hinsetzen, wobei... Ist hier irgendwas, was Krach macht? Macht das Sägewerk... Ja, shit. Nee, das lohnt sich nicht. Das hebe ich ja damit auf. Ihr könnt einziehen. Ja, ich hab nicht mehr Platz. Tut mir leid. Ja, nee, wir machen das so. Ich setze jetzt den Bäcker hier so dran. Dann können wir lieber hier den Umkreis noch ein bisschen pushen. Wir machen es so. Hebt er vielleicht so ein bisschen das Sägewerk auf. Wobei, ich gehe mal davon aus, wenn wirklich das Haus der Punkt ist von so einem Wohngebiet, von so einem Grundstück, dann könnte hier ein Haus rein, ohne dass es negativ beeinflusst ist. Dann können wir hier noch ein Haus hinsetzen. Wir können auch hier ein Haus hinsetzen und der Bäcker pusht das wieder, wenn ich es hier hinsetze, das Grundstück. Wie viel macht das denn eigentlich minus? Steht das hier irgendwo? Was ist das nochmal? Das ist das... Sägewerk. Und das Sägewerk macht minus... Wo bist du, Sägewerk? Da. Minus 5. Und das gibt plus 5, also hebt sich's auf. Ne, mit ein bisschen Deko im Garten. Was ist jetzt los? Lästige Feen. Bauern haben 75 Münzen. Ja, kriegt er. Das waren die Feen, die die Ernte sonst zerstören würden. So, wie sieht's aus mit den Tulpen? Können wir Agnes endlich einen Blumengruß schicken? 60, nein. Langt noch nicht. Ich überlege gerade, wir können sogar die Bäckerei vielleicht da lassen, ne? Wenn ich sehe, wie viel Mehl wir haben.
Ich denke, Brot kann man nie genügend haben. Korn haben wir auch noch genügend. Mal gucken. So, wir brauchen aber noch eine Hütte. So, mal kurz überlegen. Das ist hier 3 lang. Mal gucken. Also wir fangen hier an mit den Gebäuden. Weißt du was? Genau, ich habe eine Idee. Muss ich leider abweisen. Wir machen doch den Weg hier weg. Warum sollen wir hier Lücken lassen? Ach so, wegen der Wasserversorgung eventuell, ne? Dann... Doch, hier können wir Häuser hinsetzen, ja. Dann machen wir doch den Weg hier runter und setzen hier Häuser hin, ja. Genau. So. Dann setzen wir hier noch irgendwie einen Brunnen, oder? So. Ja. Setze ich hier dran noch einen Brunnen. Ist zwar ein bisschen nah hier dran. Oder ich setze hier einen Brunnen hin. Erstmal einen Brunnen bauen und dann drüber nachdenken. So. Ja. Ja. Dann lassen wir das hier vielleicht frei. Ah ne, wir kommen hier sonst kein Haus mehr. Ne, wir müssen das darüber ziehen. Hilft nicht. So. Können wir vielleicht irgendein Deko-Element reinsetzen? Haben wir sowieso wenig gebaut in der Stadt, ne? Ach, der Winter beginnt schon wieder. Das fliegt aber auch hier in die Zeit. Sind die Tulpen denn wenigstens noch fertig geworden? Och, nicht dein Ernst, oder? Nein, hat bei 81 aufgehört. Och, Leute. Oh. Gut, ich kann jetzt die Bauern abziehen, für andere Aufgaben nutzen. Ich meine, Essen haben wir wirklich genügend. Wir haben 343 Gemüse, wir haben 105 Brote. Also, das langt auf jeden Fall. So, jetzt kommen richtig Brote rein. Könnte jetzt nur natürlich sein, dass das Mehl nicht mehr ausreichend ist und dass es wieder gegen Null geht. Okay, Agnes können wir erst im nächsten Sommer wieder mit Blumen beschenken. Ich habe doch keinen Platz, Leute. Okay, dann würde ich sagen... 2... Ich glaube, ich mache hier erstmal 2 Häuser nebendran. Jetzt haben wir hier Hühnchen und Toilette. So ist hübsch. Wie viel brauchen wir? 72 oder so, das war die nächste Stufe, ne? 76, okay. Mäh. Auch hier werden wir jetzt... Jetzt können wir hier eine Toilette hinsetzen in die Ecke. Laufen, deswegen rast es hier so durch. Ein Fest. Es wird Zeit, endlich mal zu feiern. In schweren Zeiten kann ein Fest dabei helfen, dass sich alle etwas zusammenreißen. Wenn alles gut ist, macht ein Fest noch mehr Spaß. Was haben wir schon zu verlieren? 100 Münzen. Komm, ich hab 1000.
Da muss man auch mal Geld ausgeben, ne? Jetzt überlege ich gerade, wo erweitern wir. Hier wird es sich ausgehen. Das würde die Kneipe mit beeinflussen. Ich würde sagen, hier. Auch wenn das Eisen noch nicht unser Ding ist, bauen wir hier lieber aus, ne? Dann können wir hier Rücken an Rücken noch machen, noch eine Straße hochziehen. Das müsste eigentlich gehen. Also ich würde zumindest, na gut, wir müssen im Moment auf 76 kommen. Dann haben wir die Kleinstadt und ich glaube, das ist die nächste Stufe, um weitere Sachen freizuschalten. Aber ich würde jetzt, glaube ich, erstmal sparen, damit wir hier das große Gebiet dort uns leisten können, bevor ich hier noch ein Gebiet kaufe, weil das wird auch richtig teuer. Oh, guck mal, die Zufriedenheit ist auch gepusht, ja. 29 Tage plus 10, das sind die 100 Gold gewesen. Das ist jetzt nicht so schlecht investiert. Ja. Ja gut. Die arbeiten hier zu dritt. Oh, das Lager ist nass da voll. Ich glaube, hier mache ich noch ein Lager hin, oder? Ja. Oder hier. Ja, ich mache hier hin. Ah, das könnte man auch längs machen, sehe ich gerade. Man kann das Lager auch höher machen. Man muss das nicht in so ein Viereck setzen. Na, mal gucken. So, wir haben Steine. Wir haben Nahrung. Ja, herzlich willkommen. So, dann würde ich sagen... Ich weiß nicht, wie weit das war. Auf dem Bild war das so ein Vierer-Ding, ne? Was war das? Ein 3x3-Fundament mit den Maßen? Okay, also wir brauchen 3x3-Fundament für die... für das Stadtzentrum. Also, wo ist ungefähr die Mitte? Das ist die Mitte. Mal von oben gucken. Also 1, 2, 3... So war das auf dem Video zu sehen, was man da als Einführung bekommen hat für das... Warte mal, da fehlt noch ein Stück Straße. So. Ja, da sieht man es auch. Ja, dann geht das hier hin. So. Platziere ein Fundament mit den Maßen 3x3 dahinter. Aha. Okay, cool. Und was haben wir hier noch? Achso, das kann man selber gestalten. Er hat das jetzt praktisch von sich aus so zusammengebastelt. Ah, okay, verstehe. Ja, dann bauen. Bau ein Stadthaus, bau ein Stadtladen. Was ist das hier? Stadthaus. Stadtladen haben wir auch einen. Bau ein Stadthaus, einen Stadtladen. Ja, dann haben wir das. Und einen Eingang zum Hof haben wir auch einen. Ja, dann probieren wir das mal so. Warte mal, da fehlt irgendwas. Steine. Drei Steine, wir haben keine Steine. Doch, haben wir. Na, da bin ich ja mal gespannt. Das Neubaugebiet. Ah, okay. Der Stadtladen gibt um 1 Attraktivität. Okay. Das sind 2 Bewohner. Und der Torbogen macht gar nichts. Gut, der Torbogen war jetzt auch nicht unbedingt gefordert, aber ich fand, das sah ganz gut aus. Ich lasse das jetzt einfach mal so.
bin am Überlegen, ob wir gegebenenfalls hier das noch. Wir können es auch umranden, ne? Ich hatte jetzt überlegt, ob wir hier eventuell die Felder nochmal teilen, damit hier eine Straße durchgehen kann oder sowas in der Art. Gute Frage. Mal gucken. Na, das dauert jetzt aber, ne? Bei den Bauherren, die müssen jetzt das alles machen. Ne, ist ja Lagerstätte. Wo ist denn das Bauhaus? Wo habe ich das denn gesetzt? Das war irgendwo dazwischen. Hier. Ja, da sind aber zwei eingesetzt. Okay, ja, gut, dauert halt ein bisschen länger, mein Gott. Es wächst so langsam. Wie viel braucht man? 76 ist die nächste Stufe. Das heißt, wir brauchen mindestens noch mal ein Haus. Sind das zwei? Also das Gebiet würde ich gerne noch dazu kaufen, dass wir hier am See wohnen. Das ist, glaube ich, ein schönes, attraktives Wohngebiet. Aber erstmal... könnte ich hier noch eins neben die Bäckerei setzen? Und hier hat man gesagt, ne? Das würde zwar durch die... wir könnten das Sägewerk versetzen, ne? Weil die Förster machen keinen Krach. Jo, wir könnten das hier nach unten setzen. Dann hätten wir ein bisschen das weggezogen und hätten hier rum um die Bäckerei noch ein bisschen attraktives Wohngebiet. Das mache ich. Wir setzen das Sägewerk jetzt hier unten hin. Am besten möglichst weit weg hier so hin. Ja. Zack, und dann reißen wir das hier nämlich ab. Dann haben wir hier noch, können wir hier drum noch Häuser bauen und haben ein bisschen mehr Platz. Ja, dann beeinflusst das hier auch nicht den Bereich. Dann können wir hier noch mindestens, keine Ahnung, können wir vielleicht sogar die Straße hier durchziehen und weiß ich nicht, mal gucken. Das wird gut. Da haben wir Platz. Und das neue Baugebiet sieht auch gut aus. So, pflanzt Tulpen für die Holde Maid. Das wird gut. Ich freue mich drauf. Mal gucken, was hier entsteht. Wir bauen einen neuen Stadtteil. Vor allen Dingen, was halt echt interessant wird, auch langfristig für das Spiel, was dann, wie das aussehen wird, weil wir sind ja gerade mal auf der zweiten Stufe. Wir haben am Anfang die Landsmänner und Landsfrauen und die Bürger und Bürgerinnen und die Adligen. Da kommt ja noch eine Stufe dazu. Ob die schon im Spiel sind? Naja, das ist wahrscheinlich das Schlossgebiet. Oder? Beinhaltet oberste Wohnungsstufe sowie Arbeitsplätze und steigert Zufriedenheit der Bevölkerung, ja. Das ist dann die letzte Stufe, die ist noch nicht im Spiel drin. Okay. Keine Adelsleute bisher. Ich bin sehr gespannt, ob sich die Version, die ihr dann spielen werdet bei Release, ob das sich unterscheidet, ob da nochmal Sachen mehr drin sind. Ob da jetzt nochmal ein finaler Patch kommt, das weiß ich nicht, weil, ne, die durchsichtigen Windmühlen und so ein paar Kleinigkeiten, aber... Bisher macht das Spiel ja einen sehr soliden Eindruck. Sehr schön. Ich freue mich drauf, wenn das Neubaugebiet da entsteht. Und bin schon sehr gespannt. Dann bis zur nächsten Folge, wenn wir sehen, wie das Neubaugebiet aussieht. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.